Die Coleoptera sind die größte Ordnung der Insekta. Die Coccolionidae, die Rüsselkäfer, stellen dabei mit über 60.000 beschriebenen Arten die umfangreichste Familie der gesamten Tierwelt dar. Die Mundwerkzeuge der Käfer sind immer beißend. Bei den Rüsselkäfern ist das Rostrum dabei so verlängert, dass es den namensgebenden Rüssel bildet. Die Fühler sind sehr vielgestaltig und daher ein wichtiges Bestimmungsmerkmal. Das vordere Flügelpaar der Käfer ist stark sklerotisiert und wird Elytren genannt. Das darunterliegende hintere Flügelpaar ist häutig. Zwischen dem Pronotum und den Elytren liegt ein Scutellum. Die Stelle, an der die Elytren zusammenstoßen, wird Naht genannt. Ist diese nicht bis zum Ende der Elytren geschlossen, dann fehlen auch die Hinterflügel. Wölbt sich der Seitenrand der Elytren über den Seitenrand des Hinterleibs hinaus, entsteht eine Kante, welche Epipleurum genannt wird. Die Tarsen der Coleoptera bestehen aus 3 bis 5 Gliedern. Beim Zählen ist darauf zu achten, dass man bei dem Glied beginnt, welches an die Tibia grenzt. Käfer haben 1 oder 2 Krallen. Die Krallenglieder dürfen nicht bei der Zählung der Tarsenglieder mitgezählt werden. Die Rückenplatten, die sogenannten Tergite, sind durch die Elytren meist bedeckt, jedoch liegt das Tergit des 8. Abdominalsegments, dem Pygidium, mehr oder weniger frei. Bei der Bestimmung von Käfern spielen die folgenden Merkmale eine wichtige Rolle. Die Fühlerform, ihre Länge und ihre Gliederzahl, die Labialtaster, die Form der Elytren und ihre Struktur und Färbung, die Tarsenglieder, die Krallen, bewegliche Abdomensegmente, ist ihre Lebensweise aquatisch oder terrestrisch, die Körperform und Länge, Wimperhaare an Fühlern, das Scutellum, Dornen an der Tibia, die Kopfposition, die Farbe der Elytren, die Körperbehaarung, die Maxillartaster, Schwimmbeine, Längsfurchen auf Hinterleib und Elytren, Augenform, die Mandibeln, Sternite, die Gelenkhäute, das Labrum, der Clypeus, Pygidium, der Rüssel, die Schenkeldecken an den Coxa, Schläfen, Ocellen, die Stirnaugen, Schenkelring an den Hinterbeinen, das Halsschild, die Kopfform, Kopf mit Kinnzahn, die Schenkellinie.